Hey, willkommen zurück auf dem Channel. Schön, dass du wieder da bist. Gleich starten wir ins Video durch, wo es darum gehen wird, dass ich dir drei geheime Zeichen erklären möchte oder zeigen möchte, die dir mit absoluter Sicherheit sagen, dass die Frau auf dich steht. Wir werden uns Zeichen angucken, die dir sagen, dass die Frau sexuell auf dich steht und am Ende auch ein Zeichen, das dir zeigt, hey, diese Frau will sogar mehr als nur Sexuelles mit mir. Also sowas wie Beziehung, wie längere Zeit mit mir verbringen, vielleicht eine längere Affäre, eine Freundschaft plus, was auch immer. Bevor wir jetzt gleich ins Video durchstarten, trag dich gerne für mein Online-Coaching ein. Wenn dir die Sachen hier auf dem Channel gefallen, dann kriegst du im Online-Coaching noch mehr von den Informationen. Und keine Angst, das Online-Coaching ist nicht wie ein richtiges Coaching mit einem Preis verbunden. Das Online-Coaching ist komplett gratis. Du kannst dich im ersten Link in der Beschreibung für das Online-Coaching eintragen. Am Ende des Videos wirst du auch nochmal eine Möglichkeit bekommen, dich einzutragen. Nutz die Chance, um noch mehr Informationen zu bekommen zum Thema Frauen flirten, Frauen verführen, heiße Frauen behalten, bekommen und allgemein dein Selbstbewusstsein als Mann im Umgang mit Frauen zu verbessern. Jetzt starten wir aber durch ins Video mit den drei Geheimnissen, die dir zeigen, dass die Frau Interesse an dir hat. Also das erste Zeichen, das sehr eindeutig ist, aber das viele Männer oft falsch verstehen oder wo viele Männer oft nicht wissen, dass es tatsächlich ein Zeichen ist, ist, wenn die Frau viel Körperkontakt aufbaut. Männer haben immer das Gefühl, das ist so passiert, ja, man baut mal Körperkontakt auf, man berührt mal eine Person, aber bei einer Frau ist es immer so, immer. Die Frau hat nicht zufällig Körperkontakt mit dir aufgebaut. Die Frau hat Körperkontakt mit dir aufgebaut, weil du ihr gefällst. Das heißt, wenn eine Frau zum Beispiel auf der Tanzfläche neben dir tanzt oder in deiner Nähe tanzt und dich aus Versehen berührt, dann hat sie dich nicht aus Versehen berührt, dann ist sie da, weil sie deine Nähe gesucht hat. Frauen haben einen sehr guten Überblick über die Umgebung, die sie um sich herum haben. Und das heißt, das passiert nicht zufällig. Sie stößt nicht zufällig in irgendeinen Typen rein. Ja, das passiert nur bei Männern, wo sie sich denkt, hey, die können interessant sein. Ich gebe ihm mal so eine subtile Einladung, dass er mich doch vielleicht mal ansprechen sollte. Das heißt, wenn eine Frau viel körperlich ist, auch auf Dates, dann ist das ein starkes Zeichen. Wenn sie zum Beispiel, während ihr euch unterhaltet, legt sie dir den Arm aufs Knie ganz kurz oder stößt dich so ein bisschen an der Schulter an. Das ist so ein Klassiker, den kennen viele Männer, wenn die Frau dich so ein bisschen wegstößt von sich. All diese Sachen, all diese körperlichen Anzeichen sind ein Zeichen dafür, die Frau hat Interesse und in dem Moment, wo sie körperlich wird dir gegenüber, hast du sozusagen die Erlaubnis, auch körperlich ihr gegenüber zu sein. Das heißt nicht, dass du nicht vorher körperlich sein könntest, aber wenn sie körperlich wird, dann ist es mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit so, dass du auch körperlich werden kannst und sie wird sich darauf einlassen. Ja? Das heißt, wenn sie viel körperlich ist, dann weißt du, okay, sie ist körperlich bereit, aufs nächste Level zu gehen. Ganz klar. Das zweite geheime Zeichen, an dem du erkennen kannst, dass die Frau Interesse an dir hat, ist, wenn sie über viele Dinge, die du sagst, lachst. Das hat mehrere Gründe. Das hat zum einen den Grund, dass, wenn sie darüber lacht, du dich gut fühlst und wenn du dich gut mit ihr fühlst, dann wirst du sie wiedersehen wollen. Ist ja ganz logisch. Ja, sie gibt dir das Gefühl, hey, du bist witzig, bist ein cooler Typ und du fühlst dich gut. Du denkst dir, hey, cool, die Person ist toll, die mag mich, ich fühle mich wohl mit der. Und dann willst du sie natürlich wiedersehen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Lachen oder Lächeln allgemein ein Zeichen der Unterwürfigkeit ist. Also sie zeigt dir sozusagen, hey, ich bin bereit, deiner Führung als Mann zu folgen. Ich akzeptiere dich als den Führer in dieser Rolle, in dieser Situation. Du bist der Mann, dem ich folgen möchte. Ja, und das macht sie natürlich auch wieder, um dir ein gutes Gefühl zu geben, um dir zu zeigen, hey, du bist der Mann, dem ich vertraue und das ist natürlich für dich als Mann ein gutes Gefühl. Das heißt, wenn die Frau im Gespräch sehr viel über Dinge lacht, die du sagst, wo du dir vielleicht sogar selbst denkst, hey, so lustig war das jetzt gar nicht, aber sie lacht halt ständig, sie lächelt viel, sie grinst viel, sie muss viel schmunzeln, dann sind das sehr, sehr starke Zeichen dafür, dass sie auf dich steht und dass sie dir zeigen will, hey, pass auf, du gefällst mir, mach gerne den nächsten Schritt, sei es jetzt mit ihr die Nummern zu tauschen, sei es sie mit nach Hause zu nehmen, das kommt dann immer darauf an, an welchem Schritt ihr denn da gerade steht. Und das letzte geheime Zeichen, was jetzt eigentlich so ein bisschen in zwei Zeichen aufgeteilt ist, bezieht sich darauf, ein Zeichen, das sie dir gibt, wenn sie an mehr interessiert ist. Und zwar ist das zum einen, dass die Frau viele Dinge mit dir am Tag unternehmen will. Das heißt, du triffst die Frau, ihr habt Dates und die Frau möchte mit dir, ich weiß nicht, ins Kino gehen, in den Park gehen, tagsüber was machen, vielleicht sogar irgendwie einen kurzen Urlaub fahren. Dass sie Dinge nicht nur abends machen will, wo man dann Sex hat, wo man sich trifft und Sex hat und miteinander übernachtet, sondern wenn sie Dinge auch tagsüber machen will, ja, wenn sie dich tagsüber sehen will und
wenn sie deine Freunde zum Beispiel kennenlernen möchte, also wenn sie viel Interesse an deinem Leben hat, wenn sie deine Freunde kennenlernen möchte, wenn sie sich freut, deine Familie kennenzulernen, wenn sie tagsüber Dinge mit dir unternehmen möchte, sind das ganz klare Zeichen dafür, hey, sie hat Interesse an mehr, sie möchte Teil deines Lebens werden. Dann würde sie nur Sex wollen, dann würde sie es halt darauf beschränken zu sagen, hey, pass auf, ich komme irgendwie abends vorbei und dann, weiß ich, können wir irgendwie was kochen oder wir trinken eine Flasche Wein, was auch immer und dann habt ihr Sex und dann übernachtet sie vielleicht bei dir oder geht direkt wieder. Wenn sie aber Interesse an mehr hat, dann wird sie mehr Zeit mit dir verbringen wollen, zu verschiedenen Zeiten und auch am Tag. Ja, sie wird am Wochenende vielleicht den Sonntag mit dir verbringen wollen. Sie wird nicht sagen, hey, ich komme Samstagabend und fahre Sonntag früh, sondern sie wird sagen, hey, pass auf, ich komme Samstagabend von der Arbeit und dann können wir das restliche Wochenende miteinander verbringen. Das sind alles Aussagen, die dir sehr klar sagen, hey, diese Frau hat Interesse an mehr. Und wenn du diese Interessenssignale bekommst, dann kannst du dich entspannen und weißt, du kannst ganz relaxed den nächsten Schritt gehen. Und wenn du jetzt ein Mann bist, dem es immer wieder schwerfällt oder der immer wieder Probleme hat und der Frauen verliert so auf dieser Reise, also du triffst eine Frau über ein, zwei Dates und dann merkst du aber, ist die Luft so ein bisschen raus, das kennen wir bestimmt alle. Wenn du das Problem gerade hast, dann habe ich da noch ein Video für dich, das du dir unbedingt angucken solltest. Das ist hier unten verlinkt. Dort unten kannst du dich für das gratis Online-Coaching eintragen und oben kannst du den Channel abonnieren. Vollkommen falsch. Oben kannst du das Video schauen, von dem ich gerade geredet habe, wo ich dir zeige, was du tun kannst, um nicht immer die Frauen zu verlieren. Hier unten kannst du den Channel abonnieren und dort kannst du dich eintragen für das kostenlose Online-Coaching, was ich dir auf jeden Fall empfehlen würde. Das wirst jetzt alles gleich kommen, wirst du alles gleich sehen, da kannst du draufklicken. Schön, dass du dabei warst zu diesem Video. Die drei geheimen Zeichen, an denen du erkennst, dass die Frau Interesse an dir hat. Das nächste Video gibt es am Samstag. Ich hoffe, du bist dann wieder dabei. Bis dahin wünsche ich dir eine geile Woche. Ciao.